Puis quoi en plus? La directrice m'a viré. Non. Bah oui. Die kommt jetzt nicht hier runter, oder? Doch. Was jetzt? Du musst verschwinden, ganz schnell. Frau Siebert? Frau Haselmeier? Was für eine Überraschung. Sie sagen es. Et j'ai voulu me laver, tout nu, comme quand j'étais mauve. Sagen Sie, wo ist denn Ihr Freund? Was denn für ein Freund? Na, jetzt tun Sie nicht so, Sie haben noch da zwei Becher stehen. Die sind beides meine. Ich kriege im Kino immer so einen Durst. Ach, tatsächlich? Na, wissen Sie, was ich im Kino immer mache? Ich esse eine ganze Tüte Lakritz auf. Nein. Doch. Aber verraten Sie es nicht weiter. Jeder hat so seine kleinen Geheimnisse. Mhm. Sie schmatzen. Was machst du denn hier? Solltest du nicht auf Arno aufpassen? Ja, sollte ich, aber Arno wollte nicht. Du Glücklicher. Na, wo kommst du denn her? Aus dem Kino. Ich sag dir, das war der absolute pure Superhorror. Was hast du denn gesehen? Der Angriff der Haselmeier. Die Haselmeier hätte Anne mich fast erwischt. Ausgerechnet die? Ja, das ist nicht lustig. Alter, ich bin auf allen Vieren aus dem Kino gekrochen. Das hätte ich gerne gesehen. Sag mal, warum bist du eigentlich so gut drauf? Ich war den ganzen Tag mit Lisa zusammen. Magst du auch noch was trinken? Nee, ich muss mal grad. Was ist denn? Hi. Bist du verrückt? Komm hier. Hier ist keiner aus unserer Schule. Ja, so wie im Kino. Plötzlich steht die Haselmeier an der Tür. Ach, wie war's denn noch? Ein Albtraum. Ja, beim nächsten Mal passen wir halt besser auf. Ich weiß nicht, ob es noch ein nächstes Mal gibt. Im Kino bin ich fast gestorben vor Angst. Ich will sowas nicht nochmal erleben. Paul, ich darf meine Existenz nicht aufs Spiel setzen. Wenn ich die Haselmeier nicht rechtzeitig gesehen hätte heute, dann könnte ich jetzt meine Sachen packen. Hast recht. Hauptsache, wir beide sind zusammen. Wer ist das? Sarah, kannst nicht sein, die hat einen Hausschlüssel. Geh in mein Zimmer, schnell. Hi, Störch? Nein, gar nicht. Wir wollten euch zum Weihnachtsresteessen einladen. Habt ihr Lust? Gerne, ich sag Sarah Bescheid. Ja, vielleicht habt ihr auch noch ein paar Reste und kann ich die gleich mitnehmen. Nee, die bringen wir dann mit. Okay. Dann. Tschüss. Später. Und? Hat er was gemerkt? Nein. Dieses Mal nicht. Hey. Bald habe ich mein Abitur und dann kann uns niemand mehr was verbieten. Und was machen wir bis dahin? Naja, bis dahin wird es auf jeden Fall nicht langweilig. Ich liebe dich. Und deine Kollegin hat nichts gemerkt? Da habt ihr aber Glück gehabt. Aber es war verdammt knapp. Das kann ich mir vorstellen. Aber heute Abend kannst du dich hier entspannen. Kein Paul und mit Gregor und Lars wird es bestimmt ganz lustig. Sicher. Die beiden warten bestimmt schon. Hey, auch wenn es manchmal schwierig ist bei euch. Ihr seid doch glücklich zusammen, oder? Und darauf kommt es an. Das ist mehr, als Leonard und ich jemals haben werden. Du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich auf den Tag freue, an dem wir uns nicht mehr verstecken müssen. Ihr beide schafft das, bestimmt. So, dann würde ich mal sagen, auf den Weihnachtsmann. Prost. Prost. Yes. Das hat schon was, sich so bekochen zu lassen. Mhm. Och, ich muss mich endlich nicht dauernd umgucken. Ich glaube, das wird ein sehr schöner Abend. Mhm. Könnt ihr mal aufmachen, bitte? Ich gehe schon. Hey.
Hallo. Ach, Frau Siebert, Sie auch hier? Ach ja, ihr kennt euch ja. Hm? Hallo, Frau Brandner. Na klar, mein Sohn Paul ist ihr Schüler. Hast du die schon probiert? Mm-mm. Dankeschön. Wo waren wir stehen geblieben? War nichts Besonderes? Bei Paul. Paul? Mm-hmm. Mein Sohn. Ach, Paul. Mm-hmm. Also wenn ich Sie um Gefallen bitten könnte. Die sind lecker. Na klar, um welchen Gefallen geht? Ich rede in meiner Freizeit nicht so gerne über die Arbeit. Es geht mir genauso. Nach Feierabend rede ich auch nicht gerne über die Arbeit. Aber könnten Sie mir auch einen Gefallen tun? Und der wäre? Lass uns doch du sagen. Ein Sie wäre in dieser Runde viel zu steif. Susanne. Anne. Hallo, Anne. Und, hast du dich in Düsseldorf schon eingelebt? Ja, mir gefällt sie eigentlich ganz gut. Dann fehlt dir zum großen Glück nur noch der passende Mann? Das ist mir im Moment nicht so wichtig. Na, immer wenn man das sagt, dann erwischt's einen. So ging's mir genauso. Wow, die Benny Grossman Band spielt in der Stadt. Die sind aber schon ausverkauft. Wenn ich das gewusst hätte. Dann hätte dir das auch nichts gebracht, weil die Karten sind schon länger weg. Schade. Darf ich bitten? Dann haben Carla und ich großes Glück gehabt. Wir haben die beiden letzten Karten bekommen. Wow, dann darf man dir ja wohl einen schönen Abend wünschen. Also, wenn du noch jemanden zur Begleitung suchst, ich opfere mich gern. Ja, ich mich auch natürlich. Ich habe die Band in Hamburg verpasst. Dann kannst du sie auch hier verpassen. Du hast mal in Hamburg gelebt? Ja, gut 2 Jahre. Anne kommt aus Hamburg. Ah, von Lahnstein, wie immer zu spät. Hauptsache, es ist noch was zu essen da, ne? Ja, wir haben dir was übrig gelassen, ein paar Kleinigkeiten. Was ist das? Was zum Lesen für dich. Toll, danke. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Was hast du denn da? Schon. Ein Buch mit Martini-Rezepten. Was ist daran so komisch? Das gilt bestimmt nicht dir. Wenn dir das gefällt, dann musst du unbedingt mal nach Övelgönne in die Strandperle. Ja, vielleicht mal am Wochenende. In 3 Stunden ist man ja da. Eigentlich ist Anne ganz nett. Warum sollte sie nicht nett sein? Ja, anfangs dachte ich, sie sei ein bisschen seltsam, aber inzwischen verstehe ich überhaupt nicht, dass Paul mit seiner Lehre nicht klarkommt. Ja, das verstehe ich auch nicht. Ist doch eigentlich eine ganz patente Frau. Das findet unser Anwalt inzwischen auch. Vielleicht findet Lars ja sein großes Glück. Mit Anne? Die beiden sind doch ein hübsches Paar. Hm? Nee. Hallihallo! Ist noch jemand wach? Psst! Arno schläft schon. Hallo. Ja, schön, dass du dich um ihn gekümmert hast. Wie war's? Ganz nett, aber dann wollte Arno lieber allein sein. Und selbst? Ach. Wir hatten einen total schönen Abend. Ach, nur schön. Oh, Carla hat mir ziemlich gefehlt. Ja, ja, das glaube ich dir. Nur, da waren doch noch ein paar andere da, oder? Seit wann interessierst du dich denn für meine Freunde? Ja, was heißt dir deine Freunde? Ich kenne Gregor aus No Limits. Ah, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ich wundere mich schon die ganze Zeit. Ich habe dich nur gefragt, wie es war. Anne Siebert, deine Lehrerin. Warum fragst du nicht gleich? Was soll ich dich fragen? Ob wir über dich gesprochen haben, wie ich sie finde. Ja, und? Ich finde sie ganz sympathisch. Das ist alles? Na ja, viel mehr haben wir nicht geredet. Die hingen eher mit Lars Schneider zusammen. Echt? Mhm, die beiden sind sich ganz schön nahe gekommen.